Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Goodbye Deponia mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und haben ja dem Goon und der June sogar einen neuen Job verpasst. Ja, und jetzt, da die Teigtaschenfrau endlich ihren Assistenten hat oder wird oder was auch immer, können wir jetzt hier mal unsere Teigtaschen kaufen gehen. Vier Teigtaschen bitte. Vier Teigtaschen. Kommen sofort. Das macht dann 5 Slotti. Beehren Sie uns jederzeit wieder. Ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten. Oh je. So, Teigtaschen nur 5. Teigtaschen, nur 1 Slotti 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Tja, wobei das jetzt hier so, Hey, Goon! Da nur 1 Slotti. Ich finde, er macht das richtig gut. So, so. So, da haben wir die XXL-Teigtaschen. Ich glaube, erinnere mich noch dran, dass wir die hier unten brauchen. So. Okay. So, jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen schön machen. Einmal die Teigtaschen. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? XXL-Teigtaschen. Die sind riesig und richtig kuschelig warm. Aber dunkel wäre es dann trotzdem noch. So, mit dem Heizstrahler vielleicht besser? Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Stromibert? Dann steck mal doch mal den Stecker ein. Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. So. Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt den... So, der müssen wir jetzt die Sicherung kriegen. Aber die kriegen wir so einfach halt nicht, weil jetzt müssen wir die, Aua! Aber... Hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. So, das heißt, ich brauche noch jemanden, der das da oben macht oder festhält oder wie auch immer. Rotzi, komm! So, Rotzis! Aber es ist dunkel und kalt! Boah, ey! Meckerkatze 4. Das hilft auch nix, okay? Also, ich brauche jemanden, der mir hier oben den Hebel runterdrückt. Also, wir haben den Heizstrahler und wir müssen jetzt hier die Sicherung... Können wir die Sicherung irgendwie... Tja, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Tja, und ich habe halt auch nichts, womit ich das jetzt hier irgendwie gescheit machen könnte. Was sagt denn unser anderer Rufus? So, wir haben immer noch den Baby-Boso und ich habe keine Ahnung, was wir mit dem machen können. Gibt's hier was? Nee. Teigtaschen-Goon, Teigtaschen-Frau und die sind irgendwie sehr ähnlich und gleich. So, da ist der Steckplatz, Rusty, die Antenne. Der Strom ist alle. Ah, da war was. So, und wir müssen immer noch die Sicherung hier umstecken. Ich habe keine Ahnung, wie. Also wir müssen irgendwie den Hebel hier oben da halten, wo er ist. Aber nicht irgendwo da noch irgendwas Tolles, mit dem man das machen könnte. Irgendwas Großes.
Oh, das ist ein Smiley. So, okay, okay. Was macht der jetzt? Ich kann später noch entscheiden, was ich mit nach Elysium nehme. Ein Seitenschneider wäre nicht übel. Muss ich jetzt noch einen Seitenschneider für dich auftreiben gehen? Rufus, Rufus. So, kann ich hier noch irgendwie was machen? Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Baby-Boso anstellen soll. Hey, Gun! Willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau, gut machst du das. Teigtaschen. Okay, dann halt nicht. Hier ist auch wieder nur die Aufstiegsstation und die Wäschespinne. Ich kann meine Sache. So. Aber das hilft auch alles nichts, weil die habe ich alles schon gemacht. Die habe ich, den Mooks habe ich den Baby-Boso schon benutzt. Das hat aber auch nichts geholfen. Ich frage mich nur noch, wofür dieser Redakteur hier unten da ist. Mag der um. Er sieht grimmig, besser ich stirb. Dieses Elixier hier wurde mir von Urubrecht dem Weisen dargereicht, um die Welt von allem Übel zu befreien. Hormone? Hinterfragst du etwa die Weisheit des Urubrecht? Nein, 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 nein. Das will ich aber auch meinen. Okay, das hilft nicht. Vielleicht mag ja der Therapeut was damit anfangen. Komm, jetzt hab dich nicht so. Was haben Sie denn da? Oh, das lag irgendwo. Und jetzt tragen Sie es mit sich rum? Bis ich es benutzt habe. Dann löst es sich für gewöhnlich in Luft auf. Aha. Vielleicht braucht die doch jemand anders. So, okay, also wir haben den Heizstrahler. Mit dem müssen wir jetzt hier irgendwie... das Zeug hier machen. So, Pfandhexe, was sagst du? Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade... Moment, ist das... Wie gesagt... Gott zum Gruß. So, wir müssen immer noch da rein. So, und jetzt haben wir ja eigentlich hier so gut wie nichts mehr. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir irgendwo die Hormone noch loswerden können. Mit solchen Typen, die kennen nur irisch. Jo. Du solltest einen Karrierewechsel in Betracht ziehen. Ich weiß. Leider gibt es auf dem Arbeitsmarkt gerade keine Angebote für ausgebildete Handmodels. Ich habe ja auch mehr an einen Job als Versuchstier für experimentelle Medikamente gedacht. Hab ich schon hinter mir. So, ja, jetzt wo du sagst. So, und was ist mit dir? Nein, ich sollte hier nicht mit irgendwelchen Friedensangeboten den Eindruck erwecken, ich würde von meinem Standpunkt abrücken. Sonst lernt sie ja nichts aus ihrem Fehler. Aha, so einer sind wir. So, und was soll ich jetzt bitte mit der Bratensoße machen? Jum, das passt bestimmt gut zusammen. Fehlt nur noch die Fleischeinlage. So, okay. Ich stelle lieber keine Spekulationen über die Zusammensetzung an. Da kann man nur verlieren. So, kann ich die hier irgendwie noch? Nein. Ich soll sonst lernen? Mit solchen Typen kann man nicht verlieren. Die kennen nur eine irisch. Okay, also die Bratensoße brauche ich auch noch für die Teigtaschen und das Ding. Das Ding hier brauche ich, um die Sicherung da rauszuholen. Ich muss dann nur irgendwie noch die Sicherung da behalten, da halten, wo sie gerade ist. So, die vier hier habe ich ja schon benutzt. Bei der Laterne war sonst gar nichts mehr.
außer das Fenster hier oben? Wo wohl die anderen beiden Ichs gelandet sind? So, wenn ich jetzt nochmal den Strom anmache und jetzt nochmal den Fernseher anmache. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welchem... So, okay, dann muss ich die Antenne in die andere Stellung, ja. Und was? Frag ich Sie. Eine Koch, genau das Richtige. Wo sollen wir hier denn? Das ist viel zu... So, das ist quasi das Letzte, was wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier die Sicherung rauskriegen. Und das heißt, wir müssen irgendwie das Ding hier oben blockieren. Goalie? So, Rotzi, aber es ist nun kein... Oh, Meckerkatze. Ja, die Meckerkatze. Kann man die noch in die Muttermilch packen? Lieber nicht, nur ungern denke ich an das Roso. So. Was soll ich mit den ollen Hormonpillen anstellen, bitte? So, okay, also hier kann ich jetzt das Ding reinstecken, aber ich muss dann den Hebel hier oben halten. Hat unser Rufus hier vielleicht noch was Tolles? Scheinbar nicht. Ich habe, glaube ich, schon jedem hier die, mag vielleicht der Opa die Hormone für seine Soße oder was auch immer er gerade macht. Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten und ich muss mich schon genug... Okay. Ihr vielleicht? Hallo? Noch ein Pyjama. So, mehr gibt's hier nicht. Und ich gehe davon aus, wo so Sparschwein können wir erst später plündern. Was soll ich bitte mit dem Baby Boso machen? Weil den brauche ich auf jeden Fall hier. Ich bitte Sie, ich... Ist ja gut. So, das sind nur die Probeexemplare und das Werbeschild. Oh Mann, ey. Ich muss irgendwie dieses, diesen Hebel da oben behalten. Vielleicht kann ich ja doch noch mit meinem alter Ego reden. Bringt es was? Uhu. Keiner da. Probieren wir mal, ob das was bringt, wenn ich mit dem rede. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir noch ein, zwei Dinge tun müssen. So. Na komm. Na los, ihr kennt den Busch. So, jetzt probieren wir es nochmal hier. Vielleicht können wir jetzt irgendwas Tolles erledigen. Hä? Hm? Was gibt's? Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super. Sag ich ja. Genau. Das bringt mir genau gar nichts. Toll. So, toll.
bringt mir genau nichts. Ach, wie ist das große Kino? Was soll ich bitte mit der Muttermilch anstellen? So, Toni. Hallöle, kann ich mit dir reden? So, jetzt wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. Okay, sie will nicht mit uns reden. Vielleicht ein bisschen Milch? Möchtest du etwas trinken? Du siehst so vertrocknet aus. Nicht halb so vertrocknet wie dein Hirn. Kann ja nicht jeder so einen Wasserkopf haben wie du. Vielleicht dann doch die Hormone. Ah nee, da wollte er ja nicht Öl ins Feuer gießen. Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. So, der Funk. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue 67-5er... Nein, warte, das ist ein So, nee, da haben wir alles. So, und hier oben beim Liebold kommen wir natürlich nicht rein. Ich glaube nicht, dass dem der Babybo so reicht, um für uns zu bürgen. Machen. Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich bürgt? Nein, aber... Dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. Möglicherweise, Rufus. Unerhört. Und woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? Seinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? So. Das hat ja vorhin schon nicht funktioniert, wenn ich es richtig weiß. Den kleinen Racker lasse ich nicht mehr aus den Augen. Es sei denn natürlich, jemand macht mir ein richtig gutes Tauschangebot. Ja, du kommst schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. So, hilft alles nix? Mag die vielleicht ein bisschen Milch? Lotti hat zwar jahrelang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit Krankenhauskeimen. Okay, den habe ich jetzt nur so bedingt verstanden. Aber ist egal. Aber das ist immer so übel. Man hat so ein Stück weit funktioniertes und dann... So ist er nun doch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Wenn das kein Happy End ist. Naja... Unter Happy End verstehe ich ja was anderes. So, bringt mir jetzt vielleicht das Heldenfoto hier noch was? Barry, was sagst du? Das haben wir echt cool durchgezogen. Meinst du, so dumm, dass ich... Oder kann ich das Heldenfoto dem Chefredakteur geben? Er sieht grimmig. Was mache ich mit dem? Der ist so, Diesen Abdruck eines feuerspeienden Drachen habe ich in der Kanalisation gemacht. Wirklich? Ich finde, es sieht eher aus wie eine Glitzerelfe. Nun, es war ein Mimikry-Drache. Oh. Das bringt mir alles nichts. Und der hier, der wird mir wahrscheinlich da... Ah ne, das hat man ja schon gehabt. Da war was. Da war was. So, und unten müssen wir jetzt irgendwie die... Aber warum ist die Sicherung nur der Strom ist? Die scheint irgendwie... Wenn ich doch nur gleichzeitig oben... Dann würde sie bestimmt...
Oder muss ich die jetzt hier reinpacken? Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal. Leider bleibt sie nicht, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen. Können wir die mit irgendwas, was wir ansonsten noch haben, benutzen eigentlich? Vielleicht könnte ich noch mal einen Schnabeltier cache, aber ich hasse es. Vielleicht könnte ich hasse. Die Welt zu retten ist kein Babykram. So. Damit er auch so eine Oberweite bekommt wie sein Bruder? Das wollen wir lieber lassen. Aha. Die Fütterungszeit ist vorbei. Nicht, dass er mir nochmal ausbüpst. Die Fütterungszeit. Nicht, dass er. Okay. Also, die ist auf jeden Fall hier unten an der richtigen Adresse. Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber erreichbar bleiben. Okay, gut. Aber das sind auf jeden Fall alles Sachen, die wir hier unten brauchen. Die Frage ist jetzt eher, was haben wir hier vielleicht noch, was wir da unten brauchen könnten? Was soll man mit der elenden Muttermilch? Können wir da... Wem müssen wir jetzt hier Haare wachsen lassen? Ich verstehe es einfach nicht. Weil da unten ist kaum jemand. Hier oben ist auch kaum jemand. Und erst recht niemand mit wenig Haar. Und hier sind eigentlich nur noch der Rusty, die Antenne und der Fernseher. Und das Ding hier und die Gabel, die wir irgendwie feststecken müssen. Ach, damit komme ich nicht in die Buchse. Ich bräuchte etwas vorzugsweise mit sowas wie... ein Stecker. Ja, das haben wir ja schon gefunden. Mama Boso hätte die... Ich stelle lieber keine Spekulation, kann man nur verlieren. So. Ja, wir haben den Heizstrahler und wir haben sonst eigentlich nichts. Babyfon, Sollen wir vielleicht nochmal die Toni anrufen? Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht passiert ja nochmal was. Guck mal nochmal die Toni an. Rufus Antoni. Rufus Antoni. Rufus, du schon wieder? Weißt du immer noch nicht, was... Ja, bin er rein. Betrachte ihn als gerissen. Toni, over. Tja, es ist sehr gerissen. Können wir den? Schade, dass stören würde man... Man müsste sie... Hierfür? Und du solltest gefälligst Wirkung tun, wenn du gezogen wirst von deines nächsten Handel. So. Ah, da werde ich nochmal gucken, wie man jetzt hier nochmal so einen Schritt weiterkommt, weil irgendwas übersehe ich hier gerade wieder. Aber ich denke, da werden wir auch noch irgendwie jetzt so weit hinkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Bis dahin dann. Tschüssi.